Moin Moin, da sind wir wieder zurück. So, gleich geht's wieder auf nach Ratasum. Genau, da wollen wir mal hinfahren, wa? Musst du wahrscheinlich einfach wieder zum Portal. Ach, ich nehme Metrischer Hof und dann ist gut. Ach so, richtig hinreisen. Ah. Okay. Nicht eine Mission da zu haben, sondern richtig, okay. Ach so, ja, nicht durchs Tor und dann Ja. dort. Erfrischend. Dann war das, glaube ich, Bin schneller als ein falls Centaur. wir überhaupt mitreisen können. Nee, es war Ich nicht habe der mir von Epic Arkana-Rat. Marke geholt. Da muss doch irgendwas stehen. Ist das oben? Die besten Preise weiter. Nee, es ist hier oder Nee, beziehungsweise war das davor. nicht hier irgendwo in der Mitte? Ja. Es war nicht der Arkana-Rat oder es war doch ein Punkt, den es davor gab. Bin mir echt nicht mehr sicher. Ratsebene. Weil das ist dann hier, wenn man unter diesem Kubus steht, glaube ich, da. Okay, also nicht zum Arkanarat. Nee. Arkanrat. Etwas Bestimmtes im Ich Sinn? meine, das war es nicht, sondern dass es dann für dich quasi so einen Instanzpunkt außen drumherum gab, aber hier eigentlich in der Nähe. Einfach zur Markierung gehen, genau. Nachricht nicht verarbeitet. Wiederholen. Da Ah ja, war's. möchtet ihr die Geschichte fortsetzen? Ja, mag ja Instanz betreten. Das sollte Ja, es sein. genau. Unmöglich. In der ewigen Alchemie gibt. Ja, so ist der gleiche Ort wie der Arkanerat, aber die Instanz. Wir werden weiterarbeiten, um zu sehen, wie wir das zu unserem Vorteil nutzen können. Zeitplan. Die Kraftwerte sind noch nicht hoch genug, um Primordus zu erwecken, falls ihr danach fragt. Gut genug. Nö. Gebt uns ein bisschen Zeit zum Experimentieren. Ratsmitglieder. Kommandeur. Stahlfänger. Was wollte er denn hier? Primordus zu bezwingen wird mehr brauchen als nur einen Pakt. Oder dessen Kommandeur. Informationen sind in diesem Krieg wichtiger als Munition. Jormarks Champion kam, um sie zu erhalten. Genau wie ihr, wie ich mir denke. Die Verbindung, die wir zwischen Primordus und den Zerstörern entdeckt haben? Eine Feedback-Schleife, verstärkt durch Kralks Tod. Zerstörer brennen stärker. Primordus wird stärker. Zerstörer werden hemmungsloser. Der Effekt ist exponentiell. Mit Rilans Hilfe haben wir die kumulative Kraft des Eisdrachen gegenüber der des Feuerdrachen gemessen. Jormark und Primordus sind polare Gegensätze. Die Waagschalen sollten ausgeglichen sein. Doch sie sind es nicht. Nicht mehr. Feuer gewinnt. Wir müssen einen Weg finden, Primordus vom Fluss abzuschneiden oder ihn auf die Zerstörer zurückzuführen. Oder Jormarks Kraft ankurbeln, um die Sache wieder auszugleichen. Das ist eine vernünftige Herangehensweise, obwohl ich ihre Weisheit in Frage stelle. Wie dem auch sei. Wir brauchen mehr Zeit, um die Natur des Kräfteflusses zu verstehen. Vielleicht wird euer Altdrache ein paar Einsichten haben, Kommandeur. Vielleicht. Taimi, wo denkt ihr, werden die Zerstörer als nächstes angreifen? Irgendwo nahe Götterfels. In einem Tag oder so. Logan bereitet sich vor. Ridlock und Kretia helfen ihm. Gut, ich sehe bei Aurene vorbei, bevor ich mich dorthin auf den Weg mache. Okay, beratet euch mit Aurene. Also wieder zum Auge des Nordens. Sehr schön. Ja, da hätte ich ja den Verlassenen, obwohl ich den Geld schnell.
heißt Always Horns. Krieg hin. Da war ich schon mal. Ist ziemlich weit oben. Ja, ach so. Ja, ich weiß, war ein toller Hinweis, dass Auge des Nordens im Norden ist. Ist nein, hier. Bei mir im Inventar ganz weit oben liegt auch die Marke, dass ich darauf klicke, um dahin zu reisen. Das stimmt. Ah, genau das habe ich gemeint. Ja. Gibt es hier eine Marke? Lol. Außer die blaue. Die blaue, die, das funktioniert nicht. Na. Portalfoliant, Eisbootsaga. Und dann da drinnen die Rolle Auge des Nordens. So, wo muss ich hin? Zu wem? Auin. Auin. Also ab zum Teich, genau. Dann wird gleich erstmal gelabert. Ist doch richtig erkannt. Ja, hast recht. Alles gut. Habe ich nicht gewusst. Entschuldigung. Aber ihr hört nicht, was die mir jetzt hier erzählt, oder? Nee. Schade. Wir hatten es ja schon mal gehört, so ist ja nett. Das ein oder andere Mal. Ja. Dass man hier auch nicht mal zu der krabbeln kann und heißt dann von hinten... Das Azura-Portal... zum Doriksee und helft euren Verbündeten. Ah, die. Okay. Next story. Okay. Next mission. Experience for its best. Manche müssen kämpfen. Wie viele von denen gibt es? Das ist jetzt meine dritte, glaube ich. Jede Menge. Jede Menge mittlerweile. Da gibt es noch so ein, zwei, 20 mehr. Auch, dass die alle unter gewissen Bedingungen machen muss. Und sehr Herausforderungen, die du aktivieren kannst, um schwerer zu machen. Okay. Ja, da gibt es auch Erfolge für. So ist nicht. Also. Hm. Ich brauche noch einen Augenblick. Brech nochmal ab, bitte. Ja. Jo, haben wir. Ja, Entschuldigung. Meine Flammen brennen heißer. Okay, jetzt bin ich ready. Ja, na dann. Ihr Götter! So. Wir hatten uns auf Feuer vorbereitet, nicht auf Eis. Leute wurden außerhalb der Stadtmauern überrascht. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier draußen sind nicht mal alle bewaffnet. Wir stecken immer noch in den Vorbereitungen. Was ist passiert? Von einer Minute zur nächsten gefror die Mühle Luft. Ein Dorfbewohner. Ich sammle mal die Waffen ein erst. Ja. Wir ließen sie rein. Dachten, sie wären zu helfen. So, ich sammle mal ein paar Leute. Waffen ausrüsten ist schon fertig. Dann können wir schon ganz umbringen gehen hier. Gott. So, Waffen, sagtest du, ist schon fertig. Okay. Achso, mir folgen schon zwei Leute. Das ist ja gut. Ja, du kannst da ganz viele sammeln und dann. Die Mück abgeben, ne? Genau, das hey, ist viel, viel weiter vorne. Bei mir ungefähr. Da musst du durchlaufen. Ich glaube, mit denen sollten wir dann 10 haben. 18, ja, reicht.
Eisbluthauptmänner getötet. Ich brauche schon einen. Ja, den zweiten. Ich verteile jetzt noch ein paar Waffen, oder? Haben wir jetzt auch. Gut. Waffen ist fertig. Also nur noch Hauptmänner. Noch dann bleiben Hauptmänner. Wir zusammen und klöppeln Hauptmänner. Okay. Ah, wahrscheinlich den Kampf mit dem. So, der nächste Hauptmann ist da. So, das war's auch schon. Jetzt können wir reiten. Wenn Sie den Fels nicht treffen können, werden Sie andere Ziele suchen. Jeder, der nicht hinter dicken Mauern ist, wird in echten Schwierigkeiten sein. Die zwei nächsten Dörfer hier oben, ne? Ja, bei dem Dorf hier. Wir sollten uns aufteilen. Mal gucken, was das jetzt ist. Noch zwei Dörfer, oder? Ja, ja. Nee, das linke dann Dorf. Wir hin und her laufen. Ja. Zuerst ist nicht auffallen. Geht, glaube ich, gar nicht. Achso, also geht nachher. Ja, weil die NPCs auch nur in ein, zu einem Dorf gehen. Sie sind uns hier zuvor gekommen. Schnell, helft unseren Verbündeten. Die sind uns nicht zuvor gekommen. Ich war zuerst hier. Jormaks Truppen versuchen immer Leute wie eine Herde zu treiben und nicht direkt zu töten. Wie eine Herde zu treiben? Wozu? Hey, da hinten ist das zweite Dorf. Also, ich gehe schon mal zum zweiten Dorf auf jeden Fall. Okay. Weil sonst dauert das ewig. Was macht das für einen Unterschied? Ich wette, für Jormark macht es ein. Muss man mit Shazukas kämpfen? Nö. Oder kann man... Nein, 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 auf gar keinen Fall. Die helfen dir eigentlich recht wenig. Also ich kann sagen, wenn man das auf Experience macht, dann musst du dich aufteilen, sonst dauert das zu lange. Dann hätten wir sie gesehen. Da hast du ja nur 15 Minuten Zeit für alles. So, weil eine Herausforderung die Zeit beschränkt, okay. Genau. Und du, es gibt ja Erfolge, wenn du es dreimal machst mit allen Herausforderungen gleichzeitig. Innerhalb so harter Champ, harte Gegner und da brauchst halt irgendwie ein bisschen anderes Line-up. Geht aber schon. Also gerade der hier geht eigentlich. Ach, das ist. Das wird zu stressig. Das geht auch nicht mit viermal. Auf jeden Fall hat die Kette Daily mit den 25 ja. Eisdingern zu tun. Eisbrutjägern. Macht weiter. Alles, was wir im Augenblick tun können, ist, die Liebenden zu retten. Vier von fünf Wellen haben wir. Und dann in dem anderen Ort die Wellen, ja? Ja. Ja, genau. Also im Idealfall gleichzeitig, aber sind wir so unterschiedlich aufgestellt gewesen am Anfang. Ja. Hm.
So. Ich habe nur eine Handvoll von der Frostlegion gesehen. Denkt ihr, die könnten abtönig geworden sein? Ich bezweifle das. Nach allem, was ich gesehen habe, reihen sich Jormaks Truppen hinter Jormaks Champion ein. Haltet die Augen offen! Rieland muss für eine Menge so. Gerade stehen. War es das hier? Das war es hier. Wir sind auch gleich fertig. Nur 3 von 5, ne? Oh, da kommt doch gerade die letzte Welle. Geil, ja. Ach, da hinten. Ah, gleich von da. Schmerz für Schmerz. Jo. Nee, 4 von 5. Nee. Okay. Weil andere Seite. Ah ja. Okay. Eure verschwundenen Dörfler. Mors Eishammer. Sie brauchen eine Chance zur Flucht. Ja. Geben wir Rielands Legion einen ebenbürtigen Gegner. Ja, immer auch die Äußeren mit wegmachen, ja. Ja. Seien die jetzt spawnt, weil die ballern einen sonst nicht um. Und trotzdem calle ich den mal. Ich dachte, wir hätten es mit Schamanen zu tun, nicht mit Riesenkrieger. Arbeitet durch mich, Jormak. Auf dass die Welt durch euch bewahrt sein möge. Ich glaube, dieser Kerl ist beides. Spezialisiert sich denn niemand mehr? Die Stärke des Hügels. Auf sie! Nicht genug Energie. Erik, ah, bin down. Ja. Und. Mist. Zu wenig Energie. Zauber brauchen Konzentration. Stören wir seine. Draufhauen. Ah, scheiße, wir haben kein Dings gestellt. Eine Wegschattung zum Break. Down. Wo bist du? Autsch. Stehst wieder. Danke.
geht doch. So. Jetzt redet noch ein bisschen. Ja, hier ist auch ein Punkt ganz oben hier auf der Spitze. Ihr solltet doch für unsere Welt kämpfen. Zerstörer können Jormaks Gefrorene nicht verbrennen. So vernichten wir Primordos. Bringt eure Prioritäten in die richtige Reihenfolge. Was stimmt mit euch nicht? Das sind keine Kämpfer, das sind Bauern. Ihr mäht unschuldige Leute nieder. Sie sind nicht tot. Eines Tages, lang nachdem ihr gelebt und gestorben seid, werden sie auftauchen. Und ich werde da sein, um sie anzuführen. Bis dahin wird ihr Opfer helfen, Jormark zu entfesseln. Willkommen in der neuen Welt. So, wenn ich den Beherrschungspunkt habe, Kiste sollte gelootet haben. Dann sind wir hier eigentlich fertig. Genau. Wir haben nichts aufgehalten. Was Rieland getan hat, ist so schlimm wie. Sei denn, du willst mit Leuten noch sprechen oder so. Aber sonst. Dann fertig. Reden wird schon überbewertet. Über dieses Gesattel. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.